Das Technikum für Abfallwirtschaft und Bioenergie der Fakultät für Agrar- und Umweltwissenschaften der Universität Rostock im Tannenweg erhielt am 20. März Besuch von tunesischen Experten der Abfallwirtschaft. Vom 17. bis zum 23. März informierten sich die Gäste aus dem nordafrikanischen Land an verschiedenen Stationen in Mecklenburg-Vorpommern über den Umgang mit Abfall in Deutschland. Also dieses Projekt machen wir in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro B&N Umwelt und das Ziel, Vermittlung des Fachwissens zu dem Thema mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung und Tunesien denkt in diese Richtung und die braucht diesen Austausch. Im Technikum erklärt Nils Engler den tunesischen Experten, wie zum Beispiel das Biogaspotenzial von Abfall erforscht wird. Das Rostocker Institut für Abfall- und Stoffstromwirtschaft ist international an der Spitze. Studenten und Doktoranden aus aller Welt studieren und forschen an der Universität den Umgang mit Abfall und seiner Verarbeitung. Also zum einen die energetische Nutzbarkeit von biogenen Abfällen, also die beiden Biogasversuchsanlagen, ne, wo wir uns angucken, unter welchen Bedingungen, mit welchen Prozessparametern kann man aus biogenen Abfällen noch Energie gewinnen. Beziehungsweise hier beim Kompostversuchsstand geht es darum, wie kann man bestimmte Stoffe kompostieren, verwerten, also in der stofflichen Verwertung am Ende dann doch wieder zuführen. Die Experten aus Tunesien sind vor allem an Unternehmen interessiert, die erfolgreich Bioabfälle verarbeiten. Diese besuchen sie neben Rostock in Staffenhagen, Demmin, Wismar und Schwerin. Wissenschaftler und Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern sind auch in Tunesien in Sachen Abfall engagiert. Die sind schon auf dem Weg und die ersten Anlagen, die sind wirklich in der Ausschreibungsphase. Ja, wie eine große Küchenmaschine mit scharfen Messern. In Rostock konnten sich die Besucher auch über die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft am Standort informieren. Zahlreiche Experimente im Technikum für Abfallwirtschaft und Bioenergie werden durch Unternehmen beauftragt.